Hallo zusammen. Hier ein schönes Beispiel, wie die Software- und Hardware-Welt zusammenkommt. Und zwar, hier haben wir ein Gerät, das erzeugt Signale und diese Signale werden hier auf diesem Oszilloskop dargestellt. Ja, auch sehr, sehr schön, Oszilloskop von damals und heute. Ja, man kann auch entsprechend hier den Bildschirmbereich entsprechend in mehrere Bereiche aufteilen. Und da steckt eine Menge Software dahinter. Das heißt, man kann entsprechend auch das spätestens an dieser Stelle sehen. Ja, hier, File und dann Minimize. Dann sehen wir mal, das ist nichts anderes als Windows 10. Und daher merkt man, okay, auf Windows 10 läuft dann eine Software, die entsprechend dann quasi mehrere Features anbietet, wie zum Beispiel Stromversorgung kann ich auch machen über diese Schnittstelle, ja, die sieht man jetzt hier im Dunkeln nicht und die sorgt dafür zum Beispiel für Kommunikation, Offset-Kompensation und sonstiges.